Hallo, mon ami, es geht weiter hier in Zuma 11 Go Chrono Stones. Wie man aus meinem perfekten Akzent herausgehört hat, geht's jetzt ins Mittelalter. Während dem 100-jährigen Krieg. So, nach Frankreich. Yay, ich freue mich schon auf die Aussprachen. Yay. Ach man, ich kann kein Französisch. Aber ich bin hier, weil wir haben ja mal ein Amateur-Ticket vor kurzem bekommen. Als wir das eine da abgeschlossen haben, das Kapitel in Owari. Mit Nobunaga und sowas. Und da haben wir das freigeschalten, ne? Was auch irgendwie so unlogisch ist. Hier ist ja Protokoll Omega 2, ne? Plüschi-Pinguin. Und das seht ihr jetzt auch mal. Das finde ich eigentlich viel besser gemacht hier mit den Items, dass man sehen kann, was man schon alles bekommen hat und wie viel man noch bekommen kann. Finde ich viel besser gelöst. Nur mal so zur Info. Aber ich brauche ja hier in den Amateur-Touren so gesehen irgend so ein Owari-Team. Warum taucht das hier nicht auf? Das würde doch perfekt passen und nicht dann erst später, wenn wir das zweite Ticket bekommen. Ich brauche Kirkwood-Gurken für Ocho. Warum braucht der Kirkwood-Gurken? Und dann kriegt man das auch nur in Owari-All-Star-Team. Das ist nervig. Naja, aber hier sind wir Energieschuhe und sowas. Ja, neue Items und das schauen wir mal, was los ist. Tick-Tack-Funken. War das auch nicht eine Technik von früher? Und ja, das fällt mir auch gerade ein, weil da habe ich offscreen nachgeholt. In der Schule gibt's ja Herr Veteran und der hat auch immer wieder so Techniken parat, ne? So 5 Techniken, Anleitungen pro Technik und sowas. Das ist, glaube ich, auch so Download-Aktion. Aber egal, jetzt gehen wir zum Bus. Zum Bus, habe ich gesagt. Und alles wäre eigentlich bereit, ne? Und noch ein Wort zum Miximaxen, was ich mal so probiert habe, nur so vorher abgespeichert und herum experimentiert. Und es scheint so, wenn man 2 Miximaxen möchte, dann können die dann nicht mehr in einem Team spielen, was ich sehr schade finde. Und wenn man 2, ich habe es mit Orn und Gary versucht, übrigens, Ruby hat mir das auch vorgeschlagen, wir ticken gleich, ne? Naja, irgendwie war das offensichtlich, dass ich die beiden probieren wollte. Es passiert nicht viel. Nur, dass jetzt irgendwie Gary da die gleichen Haarfarbe und Augenfarben bekommt. Mehr passiert da nicht. Aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, wenn man mal bedenkt, dass man wirklich irgendwie mit jedem so Miximaxen kann. Und wenn man über 1000 Spieler parat hat, ja, da braucht man nicht so viel erwarten. Das finde ich auch nicht so schade. Ich finde nur so schade, dass man dann nicht beide gleichzeitig verwenden kann in einem Team. Deswegen lasse ich das jetzt einmal. Ja. Das ist schade, finde ich. Naja, nur mal so zu dem Miximaxen-Dingsbums. Ich kann es auch irgendwie falsch verstanden haben, dann könnt ihr mir korrigieren und sowas, ne? Aber es hat so ausgesehen. Aber jetzt gehen wir Frankreich, der 100-jährige Krieg. Oh Mann. Scholderge. Ich weiß immer noch nicht, wie man sie ausspricht. Aber egal, jetzt reisen wir einfach, ne? Du, darf ich dich mal was fragen? Wieso kannst du als Plüschtier eigentlich sprechen? Bist du mechanisch, elektrisch, dampfbetrieben? Dampfbetrieben? Wer ist eigentlich Goldie? Ist Goldie wirklich irgendwie so Zeitparadox entstanden und sowas? Also aus unserer Zeit oder irgendwie eingeschleust aus einer anderen Zeit von diesen Förderer oder wer auch immer uns unterstützen möchte oder sie will uns dann letzten Endes schaden und keine Ahnung, das weiß ich auch noch nicht und da bin ich mal gespannt, was noch aus ihr wird. Ist sie wirklich einer von uns oder von einer anderen Zeit? Boah, gleich zeige ich dir, was ein Plüschtier ist, du unverschämtes Ding. Hinsetzen, alle! Anschnallen, nicht vergessen. Zu Befehl, Teddy! Goldie, du kannst da sitzen. Oh, Erwin, du nennst mich gar nicht mehr Goldkäferchen. Was soll ich gemacht haben? Goldkäferchen.
Da muss es aber ordentlich im Zeitgefüge gescheppert haben. Ja. Ja, hier passieren ganz seltsame Dinge. Auch wenn ich habe ja offscreen ein bisschen herumgeschaut. Und meine Veränderungen, die ich irgendwie gefordert habe, die waren nicht zu sehen. Weil, keine Ahnung. Ja, das ist jetzt doch irgendwie ein neuer Charakter hier. Das ist ja mal was anderes. Aber ich meine generell, die Gesellschaft müsste doch irgendwie jetzt anders ticken, ne? Wenn, was wir da früher gemacht haben, ne? Irgendwie. Aber mal schauen. Du sagst es, Erwin, aber da müssen wir jetzt mitspielen, so gut wir können. Es ist nun mal eine neue Zeitlinie, in der wir gerade gelandet sind. Ja, kann auch sein. So kompliziert. Ja, du hast recht. Wir müssen uns um andere Sachen Sorgen machen. Wer weiß, wann sie wieder uns angreifen, so tun. Also, ist sie nicht für immer da, oder ist sie doch? Eigentlich können wir das entscheiden, weil wenn es jetzt mehrere Zeitlinien gibt, kann sie dann wieder entweder verschwinden, dann, wenn wieder alles okay ist, oder sie bleibt bestehen. Das können eigentlich wir entscheiden. Das war jetzt nur mal so ein Gedanke, ne? Bereit halten! Es wird wackelig! Keine Gewehr für verrutschte Frisuren oder verschütteten Kakao! Genau. Wir haben da nicht so welche... Okay, wir kommen! Oh mein Gott. Oh mein Gott, das kann nur was Blödes werden, ne? Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. So falsche Frisuren, das haben wir doch nicht, oder? Frankreich, Anno Domini. Oh. Pitié. Protégez la France des envahisseurs. Cette lumière. Dann ist das wahrscheinlich die Jeanne d'Arc. Und, wir sind wieder anders verkleidet. Das freut mich wieder. Ja, Teddy. Da sind wir, Frankreich, 1429. Wir müssten sogar in der Nähe von Vaucluse sein, wo Jean d'Arc und ihre Mannen hier Lager haben. Oh mein Gott, das kann was werden. Dies ist also die Welt von Jean d'Arc. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Leute, kommt mal. Da was müsst ihr sehen. Okay. Schaut aber irgendwie komisch aus hier. So orange. Naja. Na, ist das ein Schlachtfeld? Oder deswegen? Das ist Krieg. Richtiger Krieg. Schilde, Rüstungen, Schwerter, Speere. Das ist wie in einem Videospiel, nur echter. Mann, Lucien. Puh, hoffentlich haben die gute Verteidigungswerte. Mann, ey, das ist richtiger Krieg hier, also passt auf. Weißt du, Adi, ich glaube, so funktioniert das im echten Leben nicht. Wie sollen wir in diesem Trubel bloß die Ärger finden? Dresimble. Kann das nicht. Dresimble. Bevor ich dann 10 Stunden daran sitze und probiere ein Wort irgendwie richtig auszusprechen, spreche ich es irgendwie doof. Mein erster Versuch immer so, ne? Wir sind doch nicht weit weg von der Stadt Vaucluse. Ich sage, wir sputen uns und hören uns erstmal dort um. Wenn hier gerade Krieg geführt wird, hallo, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da hat der Wunderbar ja wieder was an. Total Banane. Total Banane ist das, ne? Oh. Aber wir sind hier. Wachhügel. Mal schauen. Und ihr habt auch. Naja, du hast ungefähr das gleiche an wie Erwin. Aber das muss ich dann mal offscreen schauen. Wie schaut denn ein Mädel denn aus? Das würde mich jetzt schon interessieren. Das kann man dann doch, auch wenn man bei den Parallelsteinen, was wir ja gesehen haben, nicht sehr viel erkennen kann. Also, doch, man kann erkennen, halt nicht sehr viel geboten wird, nur von den Story-Spielern, dass man da die Outfits der jeweiligen Zeiten betrachten kann. Mehr kann man da leider nicht, wie es scheint. Hier ist ja was machen, aber ist jetzt nicht so schlimm, weil wir können ja immer wieder zurückreisen und so die ganzen Spieler betrachten. Ist zwar nicht so gut, aber trotzdem. Hallo. Miau. Ja, miaut. Miaut, genau.
Gibt es hier was? Abgeschlossen. Schade, schade. Mal schauen, vielleicht ist es ja, hieß hier ja was. Aber schaut schon irgendwie interessant aus. Nur weiß ich nicht, warum ist es hier so, so orange oder sowas. Alles nur wegen dem Krieg. Hallo. Oh mein Gott. Moi, ich war nie ein guter Schwertkämpfer. Aber La France, das ist mein Land. Ich verteidige es. Ich probiere es überhaupt nicht mit deinem Akzent, weil das kann nicht gut ausgehen. Weil ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Auch wenn ich verwundet wurde. Meinen Feind hat es schlimmer erwischt. Meine Narbe macht mich noch immer stolz. Mann, immer diese doofen Kriegler. Die doofen Kriegler und sowas. Gewalt ist da keine Lösung, ne? Aber, ja, vielleicht für ein paar schon, weil, ja, keine Ahnung. Wenn man sagt, nee, das ist doof, das dürft ihr nicht. Ich glaube nicht, dass die dann aufhören. Irgendwie mit Krieg oder sowas. Ne? Stehen geblieben, wer seid ihr? Ne? Also wir sind Flüchtlinge, edler Soldat. Jetzt kommt schon wieder Ricardo. Einfaches Volk, geflohen vor der blutigen Schlacht. Verzeiht, aber wisst ihr den Weg nach Wagglesburg? Ihr kennt den Weg nach Wagglesburg nicht? Boah, jeder Esel weiß, wo diese Stadt liegt. Wartet bitte, schenkt uns Gehör. Wir müssen mit Johanna de von Orla de Jaber sprechen. Sprechen. Es wirkt voll glaubwürdig, wenn einer so dann herumspricht. Wir haben wichtige Kunde für sie. Bursche, hast du gerade gesagt? Bei allen Teufel, sie wissen um unsere Pläne. Sie wissen vom Marsch auf Rasch, legt sie in Ketten! Oh nein! Wo sind eigentlich die anderen? Müssten wir nicht genügend Leute sein? In der Zwischenzeit. Genau, Zwischenzeit. Och nee, nicht schon wieder. All clear, hergehört Squad. Unsere Boogies müssen hier irgendwo stecken. Scannt den Perimeter und räuchert sie aus. Copy. Oh, red nicht so doof. Jawohl, zu Befehl. Agent Mike, du waitest wie ein Junior-Kadett. Wenn dein Kommando dir eine Anweisung gibt, dann sagst du, Copy, ist das klar? Jetzt rede ich wie Bobby. Klar, meine ich, Copy. Du regst mich jetzt schon auf. Wer bist du? Ich bin? War mir klar, dass du das fragst. Ich hab gleich gemerkt, so einem wie dir fehlt der Blick für etwas, das nennt man Klasse. Shut up! Ich bin Sanar Gavalonik, namenloser Vagabund. Vagabund. Na schön, dann hätten wir das ja geklärt. Weitere Fragen bitte per Fanpost. Ha! Ich weiß, wer du bist, Sanar Gavalonik. Kriminaleinstufung AAA. Maximale Bedrohung. Über 30.000 Punkte im globalen Strafregister. Commander, dies ist ein flüchtiger Krimineller aus dem Hochsicherheitstrakt von Contra. Ein Subjekt mit maximalem Gefahrenpotenzial. Ein First-Class-Target also, wie? Hergehört, Squad. Wer hat Lust, sich ein paar Mission-Credits extra zu verdienen? Wisst ihr, eigentlich warte ich mit dem Rauben, Plündern, Brandschatzen und Zerstören bis nach meinem Morgen-Espresso. Aber in eurem Falle, ihr geklonten kleinen Schoßhündchen, in eurem Fall mache ich eine Ausnahme. Geklont? Das ist jetzt mal wieder was Interessantes. Sind die geklont? Okay. Sind alle geklont? In der Zukunft oder irgendwie so Hälfte-Hälfte. Oder nur diese hier. So perfekt geklont, so gesehen. Aber mal schauen. Aber wie es klingt nicht. Nimm das, du Zivilist! Hm.
Sequenz 13! Gamma Strike. Voll aufgenommen, dem Schuss. Was ist da gerade passiert? Zentrale an Gamma. Sofort antworten. Kuckuck. Na, hab ich euch gefehlt? Na, oh, die Musik. Die war ja die schöne Musik. Das Schönste haben wir verpasst. Aber... Mayday! Mayday! Ja, das hat was. Hoffentlich wird der jetzt nicht unser Gegner, ne? Hallo, ihr Ratstrottel. Ich weiß doch, dass ihr zuguckt. Was hat er gesagt? Woher weiß er das? Er kann uns sehen. Ich hab gar nichts gesagt. Er hat gehört, was wir gesagt haben. Charmant. Sehr charmant. Ich hab da einen Vorschlag, alter Mann. Die Vögel zwitschern, dass es jemanden gibt, der euch auf euren krummen Nasen rumtanzt. Ihre Vögel sind gut informierte Geschöpfe, mein Bester. Was, wenn ich mich um eure Kinderchen kümmere? Im Gegenzug löscht ihr meine Punkte im Strafregister. Wie klingt das? Herr Vorsitzender, mit solchen Kriminellen können wir keine Geschäfte machen. Wir können ihm nicht vertrauen. Gut, gut, Avalonik. Vorschlag angenommen. War mir klar, dass ihr das sagt. Alles klar, ihr Schlafmützen. Zeit zum Aufstehen. Ach, ich habe mir da falsche Hoffnungen gemacht. Spürt nur, sowas nennt man wahre Kraft. Gefällt's euch? Ja, Gebieter Sanark. Also, kriegt ihr die Raimon-Görn noch vor dem Abendessen klein? Of course. Mit der Macht von Gebieter Sanark ist unsere Squad unbesiegbar. War mir klar, dass du das sagst. Irgendwie hat der die Stimme von Chase aus Lego Undercover City Dingsbums. Ist mir gerade nur so aufgefallen. Die Wachablösung steht an. Ihr werdet niemals entkommen, also versucht es nicht mal. Jetzt gehen sie einfach weg. Jetzt sind keine Wachen mehr da. Das ist unsere Chance. Wir müssen einen Fluchtweg finden, Erwin. Nur Erwin. Die anderen bleiben hier. Du. Ach Mann, warum schaust du so doof rein? Hurtig, wir müssen einen Ausgang finden, bevor die Wachablöse vorbei ist. Okay, aber zuerst fotografieren und schauen, was es hier alles gibt. Biofässer brauche ich nicht. Hier muss es einen Weg nach draußen geben, aber das Fenster ist wirklich zu klein. Ach ja, das kann was werden. Können wir da? Nee, draußen sind die Soldaten, pass auf. Und da? Warum steht da eine Kiste? Da kommen wir nie drüber und drauf und so. Wenn wir die Truhe verschieben, können wir von oben aus entkommen. Packt mal an mit und so. Wirklich? Warum ist die überhaupt da? Das ist ja gelb. Die ist aber schwer. Hallo? Halt! Was macht ihr da? Ertappt. Was geht dort unten vor sich? Oh. Jeanne, hä? Pardon, aber... Wer sind diese Leute? Ist das etwa... Ja, ich glaube schon. Jeanne d'Arc. Jeanne. Ein Dussel. Okay, aber Jeanne d'Arc? Dark? Vielleicht Lucien? Aber wie es aussieht, wird es wohl dann irgendwie Gabi werden. Aber okay. Ist das wirklich und ganz sicher Jeanne d'Arc? Ha, ich kann es jetzt aussprechen. Ich habe sie mir etwas anders vorgestellt.
dass sie sogar schon Brillengestelle im Mittelalter hatten und so. Warum musste ich das jetzt so? Keine Ahnung. Das ist also die mutige Jungfer von Norlande, die zahllose Mannen im Kampf anführte. Ich bin perplexed. Alors. Sonnenschein-Grüßlein. Ich bin Goldie Lemon. Ich freue mich so, dich mal zu treffen. Darf ich dir vielleicht... Jeanne, Obacht! Das war gar nicht nett, Herr Ritter. Jeanne, das sind untrügliche englische Spione, die unsere Truppen unterwandert haben wollen und so. Sie trachten euch fraglos nach dem Leben. Müssten wir eigentlich keine Japaner sein? Japaner schauen eigentlich voll anders aus, ne? Aber egal, wir sind hier im Anime, da gibt's so gesehen. Ja, und es gibt Animes, wo es sowas gibt. Ja, das ist Spiel, aber auch so Anime, ne? Aber da gibt's auch Japaner, wo man auch irgendwie erkennen kann, dass das Japaner sind. Sonst sehen irgendwie alle Rassen irgendwie gleich aus. Außer vielleicht irgendwie andere Hautfarbe oder sowas. Naja. Hört uns an, Madame Jeanne. Oh, mich freut, dass ich sie endlich so, dass ich sie endlich mal aussprechen kann. Jeanne. Schande. Wir wollen euch nichts Böses. Wir sind mit einer Bitte an euch von weit, weit her gekommen. Von weit her? Was meint ihr, Monsieur? Nun, um es genau zu sagen, wir kommen aus der Zukunft, viele Jahrhunderte nach dem heutigen Tag. Jo, wieder diese Masche. Pardon, Monsieur. Wisst ihr, ich würde euch ja gerne glauben, aber ich bitte euch, Madame, wir führen nichts im Schilde. Stellt uns auf die Probe. Wie denn? Bonbon, ich möchte ein Bonbon machen. Dann glaube ich euch. Ihr habt es so gewollt. Gleich werden wir sehen, ob ihr es gut mit uns meint. Ich hoffe, ihr seid bereit. Oh je, Ricardo, jetzt hast du sie sauer gemacht. Was hat sie nur vor? Wahrscheinlich irgendwas Doofes. Madame, glaubt uns. Mein Gefährte spricht die Wahrheit. Das will ich nicht bestreiten. Leider ist es nicht ganz so einfach. Ihr wollt die Probe. Ihr wolltet die Probe. So. Wenn wir keine andere Wahl haben, dann müssen wir uns der Sache wohl stellen. Du zuerst, Erwin. Du zuerst. Was? Warum schluckst du jetzt? Erwin muss jetzt dran, oder? Oder habe ich jetzt falsch vorgelesen? Ich schlage vor, wir zeigen ihr einfach unsere Zeitmaschine. Mit Ehrlichkeit kommt man immer weiter. Bist du übergeschnappt? Am Ende halten sie uns noch für Hexen oder Hexer. Denk dran, wir sind im Mittelalter. Dann eben nicht. Dabei hätte ich Jeanne so gern mal unseren Bus mitgenommen und so was. Das ist gut, dass du das jetzt so laut aussprichst. Wir wollen sie so gesehen entführen, okay. Hört ihr? Sie wollen euch tatsächlich entführen, Jeanne. Ihr närrisches Spiel sollte euch nur in Sicherheit schwiegen. Madame, die Probe ist nicht nötig. Wir backen die Bande und führen sie aufs Schafott. Gib den Befehl, Jeanne. No. Sac bleu, no. Nicht so eilig. Jeder verdient eine Chance. Ich will sie prüfen. Hand auf, Augen zu. Et voilà. Hab ich doch gesagt, sie wollen ein Bonbon haben, ne? Ein Bonbon. Ui, Monsieur, ein Bonbon. Ist das die Prüfung? Ui, Monsieur. Njam, njam. Was soll das? Monsieur Gebze. Oh la la! Möchtet ihr auch eins probieren, meine Liebe? Oh ja, bitte. Vielleicht ist da ja was drinnen. Njam, njam, njam. Du hast recht, Gabi. Richtig lecker. Vielleicht ist da Betäubungsmittel drin oder sowas. Und das ist die Probe. Niemals so braun, ne? Und jetzt ihr, Wides, Wides. Es ist genug für alle da. Ja, also, na gut, danke, Jeanne. Was soll das? Oh, das schmeckt ja toll, richtig erfrischend. Was ist das für eine Sorte? Verrate ich nicht. Aber Jeanne, seid ihr von Sinnen? Warum verteilt ihr Kamellen?
an dieses Pack. Kamellen. Was? Kamellen. Was ist das? Versteht ihr nicht? Hector, was tut ein Freund, wenn ihm eine Hand etwas Süßes reicht? Was tut ein Feind? Was? Ach so, na, ein Feind würde die Hand sich jetzt fortschlagen. Oder zumindest erstmal fragen. Bin ich also ein Feind? Weil das ist ja irgendwie... Sie wollte doch eine Prüfung. Und vielleicht möchte sie uns ja aufnehmen. Und da muss man irgendwie so hinterfragen, ne? Nicht, dass man dann betrogen wird dann von Feind. Das war mein Gedanke dahinter. Aber na gut. Jetzt verstehe ich. Mensch, dass ich da jetzt nicht drauf gekommen bin und so. Ich protestiere im Namen der Garnison. Sie kennen unseren Stützpunkt, wenn die Engländer sie zu fassen kriegen. Habt ihr uns nicht hergebracht? Naja. Ach stimmt ja, die Engländer, wie furchtbar. Was die wohl mit ihnen machen würden. Ich weiß, wir nehmen sie einfach mit nach Wollishabubble. Dort sind sie sicher. Wir dürfen mit? Toll. Toll? Sag das nicht zu früh. Okay, okay. Das kann ja was Gutes sein, nie? Naja, was Gutes sein. Eigentlich nicht, das Gegenteil. Aber ich wollte sagen, die Story, das hat jetzt was, ne? Mit dem neuen Bösewicht zugesehen. Und dann mit denen. Ich freue mich, ne? Diese seltsamen Menschen sollen keine Spione Englands sein. Impossible, unmöglich. Ja. Immer diese Jeanne und ihr Glaube an das Gute im Menschen. Was denn, lass sie halt. Wir sind doch gut, ne? Außer ich anscheinend. Ich bin ja ein Feind. Pardon, aber Wackelschippe. Liegt südlich von hier. Wir sollten langsam aufbrechen. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Also Leute, wir schauen uns noch an, was es ist. Oh, da sehen wir eh die Karte mal wieder. Okay, okay. Aber eigentlich wollte ich nachsehen, was es hier eigentlich gibt. Das wollte ich auch nachsehen. Nee, oder doch, das machen wir jetzt mal schnell. Okay, okay. Wollt ihr mein Modegespür beleidigen? Unser Tarnung ist perfekt, basta. Also, ich komme mir vor wie beim Karneval. Ich hab noch nie so etwas getragen. Ist das ein Rock? Ich hätte lieber so eine Rüstung mit 10.000 Lamellen. Was? Shogun? Was? Shogun? Irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie, das sagt mir nichts. Style-Dingsbums. Nein, das würde doch Aufsehen erregen. Einfache Leute trugen damals keine Rüstung. Ja, 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 man muss immer aufpassen. Auch wenn wir doch ziemlich auffallen, aber egal. Schlüsselanhänger gesucht. So ein kleines Geschäft, etwas draußen vor der Stadt. Willst du da auch mit? Dass dir das überhaupt aufgefallen ist. Du hast doch so viele Anhänger, dass du beim Gehen klingelst, Skype. Kann ich mir lustig vorstellen. Jedenfalls brauche ich nicht mit. Sagt man das so, Sky? Danke. Sagt man das so, Sky? Sieht ja ziemlich schwer aus, dieser Axel Blaze-Anhänger. Wahrscheinlich so eine Statue ist das. Und dann Trainer Sharp und diese Brille. Meintest du das jetzt ernst, Alter? Ach Quatsch, der wollte dich nur verkohlen, Luke. Trau keinem Gazador. Aber ich würde schon gern mal wissen, was er überhaupt für eine Augenfarbe hat. Und wenn wir vielleicht Frau Hills fragen, sie ist ja seine Schwester. Trainer Sharp ohne die Brille kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, obwohl hat man im Anime da schon mal gesehen. Ich glaube schon, da hat man... Doch, da hat man ihn mal ohne Brille gesehen. Also warum ist das so ein Rätsel hier? Naja, ist egal. Sind halt neugierig, die Kinder. Also im nächsten Part geht dann weiter, wollte ich sagen. Okay, dann passiert hier nichts. Das freut mich. Dann kann ich offscreen doch irgendwas machen. Und dann geht's zur Sache und sowas. Hua! Und mon ami sacrum bleu, bitte.